22. März und hole meine Ladung hier in, North Carolina und fahre nach Colorado und Richtung Denver mit Stahl 8000 Pfund und werde am Montag nächste Woche abladen. Also wird eine entspannte Tour, hoffentlich. Ohne irgendwelche Vorkommnisse. Und warte jetzt, bis hier beladen wird. Den habe ich gerade vor einem anderen Tor geschickt. Und werde sehen, bis hier jemand rauskommt und mich belädt. Kann es auch noch mal ein paar Minuten dauern. Naja, ich werde sehen. Ja, bis später dann. Ne? Tschüssi, bye bye.
der fährt mal weg hier. Hallo, fahr mal weg, du Roschi. Boah, ey. Pass mal auf, wenn ich jetzt aussteige, fährt er los. Da steht der da drüben und quatscht, ja. Und jetzt kommt der hergelatscht wie so ein Depp. Mann, oh. Das ist unglaublich. Es kommt hier keiner und fährt diese Karre da weg. Der Fahrer ist oder? Proceed to the highlighted route. Ja. Na klasse. Da schlendert der, ich habe mir am Rückspiegel eben gesehen, da schlendert der hier einen ab, ja. Und ja, der hat ja Zeit so ungefähr. Meine Fresse, ey, da fällt's dir echt vom Glauben weg, ey. Mann. Vollidioten. Naja. So viel denn dazu. Meld mich jetzt von unterwegs denn nochmal für den neuen Trip nach Colorado in der Nähe von Denver. Da fahren wir hin. Und wir sehen uns unterwegs. Bye bye. In Kentucky angekommen. 18.55 Uhr, Donnerstag, und habe noch Rest 1173 Meilen bis Colorado. Bin durch Tennessee ganz gut durchgekommen und kurz hinter der Border von Tennessee, Kentucky, stehe ich jetzt. Und werde jetzt hier übernachten, weil Stress habe ich keinen, habe keine Eile, weil ich muss erst Montag in Colorado sein, also in der Nähe von Denver, und da Montag früh abladen, easy, also keine Eile, kein Stress. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, weil ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr mir ja mal sagen oder mal schreiben. Oh, Kamera ist wieder an. Kamera ermüdet mich. Nee, nochmal zurück. Die Videos. Wenn ich immer eine Woche oder eine komplette Ladung geht dann meistens über 3, 4, manchmal auch 5 Tage. Also eigentlich so
2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Und wenn man das Material mal sammelt, ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, so ein Video über so viele Tage dann zusammenzuschnippeln. Und dann vergisst man welche Sachen, dann vergisst man irgendwas rauszuschneiden, was nicht da rein soll. Und jetzt habe ich mir überlegt, was ich auch zum Anfang gemacht habe, tägliche Videos zu machen. Weiß nicht, ob ich es hinkriege von der Zeit her, wie auch immer. Wollte einfach nur mal von euch wissen, ob es eine gute Idee wäre, ob ihr das gerne sehen würdet. Tägliche Videos oder halt doch lieber wöchentliche Videos. Also einmal in der Woche oder lieber täglich oder vielleicht alle 2 Tage. Weiß ich nicht, weil wie gesagt bei dem letzten Video hier, das sind jetzt wieder 11 GB an Videomaterial, ich muss es dann wieder verkleinern und. Das ist so viel Arbeit. Ist brutal. Jetzt ist das Ganze hier gerendert. Ich habe es mir jetzt fertig angeguckt und habe festgestellt, da sind so viele Sachen drin, die verändert werden müssen. Also jetzt verkleinere ich das Ganze, versuche es nochmal ins Schneideprogramm reinzugeben und dann als verkleinerte Version nochmal zu schneiden und dann nochmal zu rendern. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, weil das letzte Rendern hat fast 24 Stunden gedauert. Und deswegen einfach nur der Gedanke, Videos in einem kürzeren Zeitraum zu machen, die dann wahrscheinlich auch dementsprechend kürzer sind und nicht so viel Informationen enthalten wie so ein langes Video. Aber ja, ist eure Meinung mal gefragt, was ihr drüber denkt, wie ihr meint, was ihr sehen wollt, weil ich richte mich nach euch und werde halt dann danach entscheiden, was ich mache. Gut, der Tag ist beendet hier in Kentucky jetzt. Fahr morgen früh weiter, nicht zu früh, muss mal gucken. Ja, fahr weiter, wenn ich aufwache. Also nach meinem morgendlichen Sachen, die zu erledigen sind. Und dann geht es wieder auf die Piste mit einem frischen Kaffee Richtung Colorado, Gummibärchenland. Also, für heute erstmal Schluss. Dann morgen wieder. Also, tschüssi und bye bye. A quarter mile, take US 283 US 40 via Wakini, and then turn left in 900 feet. In 700 feet, turn left on South 1st Street, US 283, and then turn right in 750 feet. So. Jetzt wird noch ein bisschen getankt nochmal. In 700 feet, turn right on Frontage Road, and then approaching destination on the left side in 400 feet. Weil nicht, dass ich wieder in diese Situation komme und meinen nächsten Truckstop nicht schaffe, weil der Tank leer ist. Wie ihr in Nummer 56 sehen werdet. Approaching destination in 400 feet on the left side. Bleibt der hier mitten im Weg stehen, dieser Affe, ja? Blöde Viehzeug, ey. Junge, Junge, Junge. Unglaublich, die Leute, unglaublich. You have arrived at your destination on the left side. So, Freunde. Erstmal meine Loks ändern und Judy und Fury.
Fuel and Safety Check. Also, bis gleich. Bye, bye. Dach, da ist er wieder. So. So, Moment. Tankquittung einscannen. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, weil sonst gibt es wieder Mecker mit der Chefin. So. Fuel Receipt, Trip Number 199. Wo sind wir denn? Kansas. Kansas. $60. 21.13 Gallonen. Safe. So. Hochallee. Oh. Kein Telefonempfang hier. Hoch erledigt. So, den ganzen Quatsch hier noch wegräumen. Muss ja auch alles seine Ordnung haben. Papierkram. So, jetzt werde ich mich irgendwo hier hinstellen, meine 30 Minuten Pause machen, die schon läuft. Und dann geht's weiter. Proceed to the highlighted route. Theoretisch bräuchte ich nicht weiterfahren, aber doch, ich fahre schon weiter. Hier ist McDonald's. McDonald's, ich hab Hunger, ey. Aber McDonald's ist jetzt im Moment tabu. Versuche mich ein bisschen bewusster zu ernähren. Und wollte eigentlich bis zu meinem Urlaub, weil, ups, nicht so schnell fahren. Weil am 15. Mai geht es nach Spanien, genau gesagt auf die Kanaren, für 15 Tage oder ein paar Tage weniger, weil ich fahre dann zwischendurch oder fliege dann zwischendurch von den Kanaren nochmal nach Deutschland für ein paar Tage und dann wieder zurück zu den Kanaren und von da aus dann wieder nach Hause, ohne meine Frau. Weil wir können ja zusammen keinen Urlaub machen wegen unserer Hunde. Einer von unseren Hunden ist nicht so einfach. Und die irgendwo abzugeben, also das, nee, machen wir eigentlich nicht gerne. Also deswegen wird getrennt geflogen, wenn geflogen wird. Nur mal das so nebenbei am Rande als Info. Und ja, also, wir sehen uns später wieder, wenn ich stehen bleibe und das Video dann beende. Weil, wie gesagt, versuche kürzere Videos zu machen. Wir werden sehen. Tschüssi und bye bye. Noch in Kansas und gleich im Gummibärchenland. Crossing border, entering Colorado. So, wir sind im Gummibärchenland. 188 Meilen Rest noch bis Denver. Weiß aber nicht, ob ich die komplett fahre heute. Weil rund um Denver die Truckstops nicht so berauschend sind, denke ich. Naja, ich denke mal, ich werde dann mal langsam suchen nach einem Truckstop und mich dann nochmal melden. Also bis später. Bye bye. So, Freunde.
stehe jetzt in Lyman, Lincoln, Colorado auf dem Truckstop. Flying J. Und werde jetzt hier bis Montag früh verbringen. Meine Zeit bis Montag früh verbringen. Und werde versuchen, jetzt dieses Video zu schneiden. Also, das Schneiden ist kein Problem, denke ich mal. Aber dieses Rendern und. Weil mein Laptop ist auch sehr langsam. Muss mal gucken, ob ich mir irgendwann mal einen neuen Laptop anschaffe. Und dann das Video hochzuladen, die Nummer 56. Die wird es dann wahrscheinlich nach der 57 geben. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und. Ja, auf jeden Fall bis hierhin erstmal. Hoffe, hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video in einem kürzeren Zeitraum, hoffe ich. Also, bis dann, tschüssi und bye bye.